Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Und ja, wir werden mal jetzt so langsam in Angriff nehmen, dass wir ja. Was haben wir hier denn noch rumliegen? Ach, die Waffen von den Verbündeten. Das hier ist ja jetzt mehr oder weniger hier fertig. Wir könnten noch in Angriff nehmen, hier das dann umzubauen. Ach so, ja, und das hier nach unten bauen. Genau, das hier wollte ich erst noch machen. Aber wir müssen ja halt hier auch irgendwann das Platz machen für dieses Schiff. Und wir müssten die. Wie warm ist es hier? Hier ist es minus 3. Draußen ist es minus 3. Das heißt, das hier hat die Temperatur von draußen. Dann wäre es vielleicht eine Idee. Hier ist es 17, genau. Und da ist es, weil die Tür offen ist. Die blockiert das trotzdem irgendwie. Aber das hier hat die Außentemperatur. Ich will nochmal überlegen, wie wir die. Naja, an sich könnten wir. Das brauchen wir keine Verbindung nach außen. Wir können auch die warme Luft einfach in die Gänge pusten. Ich meine, das machen wir ja hier auch. Weil das hier ist halt dann. Wenn das hier wegfällt, wird das halt nicht mehr funktionieren, weil die jedes Mal viel zu weit laufen müssen, um die Nahrung wegzutransportieren, wenn wir das da beispielsweise hier unten hinbauen. Also sollten wir das irgendwie umbauen. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das hier wird dann auch so nicht passen. Naja, und die hier müssten wir wahrscheinlich auch umbauen. Dass wir das hier so eine Fläche für das Schiff dann reinbauen. Das hier könnten wir aber auch noch ein bisschen platt machen. Also nehmen wir mal an, dass das hier wegfällt. Da kommt quasi das Schiff hin. Vielleicht, dass wir das hier noch ein bisschen mit abreißen, das müssen wir dann sehen. So, das heißt jetzt, das Problem, was dadurch entsteht, ist, dass wir zum einen natürlich das hier neu aufbauen müssen und zum anderen die Küche irgendwo hinbauen müssen. Wo alles dann noch nah bei ist. Das heißt, die könnten jetzt die Küche nicht hier hinbauen, weil die Lager nicht passen. Idealerweise sollte das aber halt auch verhältnismäßig nah hier dran sein. Damit wir die Nahrung weiter, also die fertigen Sachen, hierhin liefern können. Hindert uns natürlich auch nichts daran. Die einzelnen Räume hier so ein bisschen anders auszugestalten. Wenn das hier als draußen gilt, weil das ja komplett, also kalt ist, sollten wir da natürlich auch die toten Viecher liegen haben. Das kommt ja auch dazu. Hier hatten wir einen fixen Zugriff zu den Leichen. Also vermutlich macht es Sinn, hier das umzugestalten. Also sagen wir mal, na, ich guck mal. Wenn wir beispielsweise hier unseren kleinen Friedhof machen für die angeschleppten Leichen. So. Und dann hier die Küche reinbauen und das Schlachtdingen.
Dann könnten wir dann sogar noch eine dritte da rein. Na ja, gut, dann müssten wir erstmal drei Leute haben. Aber theoretisch, wenn wir ein bisschen mehr Platz haben, dann wird ja auch nicht verkehrt sein. Dann hätten wir hier einen schnellen Zugriff, um das wegzulegen. Wir könnten das hier dann umbauen für Fleisch und so weiter. Und wir könnten außerdem, und da muss ich aber gerade mal gucken. Ja, wir könnten außerdem hier die Farm reinbauen. Dann sollten wir wahrscheinlich unten das. Wobei, da kommt sowieso so viel Nahrung raus, dass es auch nicht so wichtig ist. Also, ob wir da jetzt alles nutzen, aber es wäre wahrscheinlich schon sinnig. Natürlich bräuchten wir hierfür auch wieder massiv Material, aber da kommen wir nicht dran vorbei. Das ist ja etwas größer als, oder genauso groß wie eine, so eine komplette Einheit, aber mit der Wand. Das heißt, hier, das müssten wir umbauen. Die Waffenkammer. Ja. Wo sollten wir dann die Waffenkammer hinbauen? Könnten wir beispielsweise hier reinbauen. Würde es vielleicht Sinn machen, damit anzufangen, dass wir hier mal den Platz frei machen. Wobei das verhältnismäßig suboptimal wahrscheinlich ist dort. Die Waffenkammer sollte ja irgendwo näher am Eingang sein. Vielleicht macht es auch mehr Sinn, einfach hier die Waffenkammer reinzubauen. Da sollte ja jetzt auch nicht mehr so viel passieren, wenn die halt immer nach links durchlaufen, dass wir das hier wieder abreißen können. Und dann bauen wir hier die Waffenkammer rein. Das Lager brauchen wir an sich so nicht mehr. Davon abgesehen wird das hier ja auch bald frei, das heißt, da könnten wir auch theoretisch das Lager reinbauen. Oder wir machen das Lager hier rein und verfrachten das Ganze nach unten. Naja. Machen wir das hier mal zur Waffenkammer. Selbst wenn das hier nicht voll werden sollte. Wir können da ja auch sagen, dass da nur Maschinengewehre, nur Waffen sein sollen, die wir auch tatsächlich nutzen. Damit würde das schon deutlich auch weniger werden. Also machen wir hier mal abreißen. Und das hier löschen. Dann würden die das auch wegbringen. Und gleichzeitig machen wir natürlich auch noch den ganzen anderen Kram weiter. Wir können das hier schon mal neu installieren. Na, wir haben da halt weniger Platz. Ups. Neu installieren bei. So. Machen wir das hier. So. Ja. Und dann könnten wir da machen wir die Tür weg.
Und dann bekommen wir da noch zwei Regale hin. Eins nach da und eins nach da. Ja. Wie viel Fleisch haben wir noch? Na, es ist nicht so wahnsinnig viel. Wir haben 15 Uhr. Komprimierter Stahl. Jo, ah, klasse. War ja. Klar. War uns ja bewusst. Das hier können wir auch mal ausheben. Ja, da müssen wir noch andere Spots für die Batterien finden. Ich glaube, das da oben ist gar nicht angebunden. Jo. Das nach unten. Dann verbinden wir das noch nach oben. Jo. Okay, das hier machen wir noch mehr weg. Genau, wenn das die innere Seite ist, dann können wir hier ruhig noch ein bisschen wüten. Das sollte aber nicht zu weit nach links gehen. Genau, Grunt, das ist der Nachtschichtler. Der kann mal gucken, dass wir die hier abtransportieren, bevor die verrotten. Das hier hält wahrscheinlich immer noch eine ganze Weile, ja, 15 Tage. Und bald ist seine Fähigkeit nutzlos. Okay, das hier ist schon ein bisschen umgebaut. Die Regale sind schon mal weg. Mhm. Ja, okay. Da kommen noch mehr von diesen Viechern gerade. Na, ah, ist der Reichweite? Ach, da ist eine Tür.
Ah, Mistvieh. Okay. Ach, der ist da unten. Super. Mhm. Den müssen wir auch wieder. So. Ja, viel weiter sollte es dann aber nicht gehen. Und da ist auch noch so ein Vieh. Lange klingeln. Und da ist auch noch eine Hase. So. Das heißt auch, dass wir das ganze Gemüse da wieder abreißen müssen. Naja, das meiste davon zumindest, aber bevor ich das jetzt da, die Einzelteile, die wir dann doch brauchen, da rauspicke, reißen wir einfach alles ab und bauen die dann neu. So, bevor wir das da jedes Mal außen rumlaufen, machen wir hier mal die Tür rein. Naomi. Nahrung haben wir genug. Naja, zu essen, gibt's immer was zu tun. Genau, das sollte ja dann nach unten gehen. Tür. Mhm. Mm-hmm.
haben wir noch eine Herde von Viechern. Die werden wahrscheinlich auch früher oder später wieder zu uns reinlaufen. Okay, jetzt sich beruhigt. Da fehlt uns immer noch der Stahl. Ja, das geht jetzt hier ein bisschen weit mit dem Eisen. Vorratskapsel. Teufelsgarn. Ich glaube, das ist eine Menge wert. Das sollten wir auch direkt dann abholen. Das geht immer weiter hier mit dem Zeug. Da kommt was. Tod in 21 Stunden. Ja, der blutet aber jetzt auch noch alles voll. Ja. Da kommt der nächste. Na, lass mal die mal gerade essen. So. Grunt, ja. Und dann ist die letzte Forschung dran. Und da kommt das nächste Vieh. Wäre mir schon fast recht, wenn das Aggro werden würde. Und der nächste. Die ist da jetzt ein bisschen ungünstig. Sechs Stunden. Wunderbar, kommt zurück. Jo, sauber. Da kommt der nächste.
Das waren sie alle. Ja. Ja, den können wir auch wieder ausstellen. Teppich. Okay, die haben keine zusätzliche Entflammbarkeit. Passt eigentlich alles. Ah! Bringen wir das hier mal weg. Das sind das nächste Fell. Tragen. Das hier ist ein bisschen kritisch. Vielleicht sollte ich damit erstmal warten oder es ganz lassen. Ja, wollte ich doch. So, und Befehle, so, das abbauen. Machen wir das hier weg. Und das hier. Jo. Ja, könnten wir jetzt hier weiterbauen? Wir könnten halt auch andere Fallen bauen, wie die Marmorfallen. Die brauchen halt ewig zum Herstellen. Naja, dann üben sie halt ein bisschen. Fünf? Ist die Lagerzone voll? Okay. Ja, das dauert halt ewig. Grunt ist noch eingeschlossen. Ah, hier, das ist jetzt frei geworden. Wunderbar. Kopie. Achso, Moment, wir haben die ja hier schon. Genau. So. Und dann sagen wir jetzt hier ganz spezifisch, alles löschen. Und dann auf Waffen, Fernkampfwaffen, also erstmal nur Sachen, die mindestens 51% haben, nur Sachen, die normal sind. Diese Zielgeräte können wir da ruhig reinpacken. Sturmgewehr.
Präzisionsgewehr. Minigun. Und die Spezialwaffen. Genau. Also kopieren. Einfügen. 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 Und bei den anderen beiden müssen wir das dann auch noch erledigen. Da sind wieder Viecher. Bevor die zu mir reinlaufen. Also, Naomi. Kann kein Träger sein. Der macht das hier noch fertig. Grunt soll das hier noch wegbringen. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir da die Kurve machen. Erst dann müssen wir das hier noch wegmachen. Shit. Ja, die machen halt nicht viel, nur 60 Schaden. Aber das Gute ist halt, ja, und die haben natürlich auch einen gewissen Wert. Aber das Gute ist halt, dass die, dass ich davon quasi unbeschränkte Ressourcen habe. Und da haben wir auch den Überfall. Sie wollen einen Tunnel graben. Dann werden wir mal sehen, wie das, wo die da graben wollen. Erstmal werden wir die zurückstellen. Die können ruhig erst nochmal weiter bauen. Die kommen von oben. Ja. So, der kann schon mal nach unten. Grunt muss weg. Dahin. ...139, wo sind sie? Okay, das wird wahrscheinlich nichts werden. Das sind aber ja jetzt alles wieder nur so Gammeltypen. Das heißt, die können wir sogar einfach reinspazieren lassen. Da müssen wir die Fallen noch nicht mal verwenden. Wir müssten halt mal gucken, wo sie dann wirklich reinkommen. Ja, und Salinas hat die Sniper Rifle. Das ist natürlich jetzt, wobei der geht's ganz gut. Die hatte gerade erst ihre Katharsis. Jetzt kann es sein, dass die sich da reingraben. Nee. Okay,
Okay, eine Falle ausgelöst. Okay, die kommen zur Schlachtbank. Neue Mut. Oh, okay. Ah, zurück, zurück, zurück. Ah, okay. Das sind unterschiedliche Gruppen anscheinend. Da sind sie durch. Da flieht auch der Rest. So, jetzt können wir wieder gucken, ob wir davon wen brauchen können. Ja. Der ist eigentlich nicht schlecht. Dann werden wir den mal retten. Wie lange lebt er noch? 2 Stunden. Puh. Der wird es wahrscheinlich nicht überleben. Wir haben 8 Uhr. Dann sagen wir mal, wir bauen das hier wieder um. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Wir haben die, aber die sieht auch schon sehr tot aus. Ne, 5 Stunden. Körperpurist, Rauschmittelinteresse und aber auch nicht so gute Werte. Mhm. Achso, und... Laufen wir den mal hinterher. Was? Ah, shit. Naja, alles in Ordnung. Rötliches. Das ist aber ein Raufbold. Können wir eigentlich auch nicht brauchen. Von denen ist aber auch keiner. Doch, da ist einer verwundet. Schicken wir die dahin. Oder Moment, wir machen das hier. Machen wir zu einem Gefangenenlager. Dann brauchen wir das hier nicht. Versorgen. Mit dem.
Der Hund! Ja, die oben, die sind weg. Den könnten wir auch bewusstlos schlagen, wenn er wirklich gut wäre. Psychopath, hart arbeitend, Kurzschläfer. Schlecht ist er nicht. Ja, nehmen wir den auch. Okay. Gefangen nehmen. Stunden passt. Ja, dann heißt jetzt aufräumen. Kamel, den habe ich nicht gesehen. Naja. Drei Stunden. Ausziehen, damit die Sachen nicht tainted sind. Wobei es sein kann, dass das dann trotzdem so ist, dass das nachträglich gefleckt wird. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Und weißen. Faul. Wunderbar. So, alles mitnehmen. Wieso ist denn der jetzt nicht? Glücklicherweise hatte der noch ein bisschen länger. Tot in einer Stunde, aber die scheint da ganz gut nachzukommen. Ja, dann. Werden wir immer aufräumen. War jedenfalls ganz gut, dass ich hier diese zweite Wand gebaut habe. Das sollten wir wahrscheinlich dann sogar noch weiter ausbauen. Man könnte natürlich da auch, sagen wir mal, eine Sprengfalle und dann Holz machen und das dann einfach durch Feuer abschirmen. Das wäre auch mal eine Idee. Das psychische Brummen kommt gerade sehr ungünstig. Na, wo, ja, naja. So, der hat es jedenfalls überlebt.
Er hat sich gegessen. Die darf sich um den erstmal kümmern. Ja, das geht ja bei beiden. Der hat noch 6 Stunden. Ja, das passt alles, auch mit der anderen Medizin. So. Können wir die noch gerade behandeln? Wobei. Ja, ist wahrscheinlich nichts. Wenn die dann allerdings gesund sind, dann können die da nicht mehr drin bleiben. Das heißt, ich müsste auf jeden Fall noch ein Gefangenenzimmer bauen. Marmor. Noch anders. Wir haben bestimmt auch noch eine Figur irgendwo. Das Teufelsgarn ist auch noch nicht abtransportiert. Mach das mal, bevor das vergammelt. Du sollst das bauen. So, da ist die aber jetzt quasi die ganze Nacht damit beschäftigt. Party! Okay, dann löschen wir das gerade. Dann kann die mal hier auf der Party mittun. Machen wir hier auch noch. Iselle. 19 Uhr und hier. Alle einen kleinen Motivationsboost. Dann machen wir das hier wieder weg. Bei Fergie machen wir hier länger schlafen rein. Und die muss aber jetzt das hier alles bauen. Wieso? Achso, da hatte ich das gewechselt. Ah, keine Ahnung, wir haben auf jeden Fall da noch was über. Normal.
Danach kein Material. Okay. Ja, Forschung ist komplett alles fertig. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der Kevin noch irgendwas anderes kann. Jetzt so wirklich. Naja, ich meine, der kann immerhin Sachen hin und her transportieren. Wir haben nur noch den Chef, der das nicht will. Versucht zu rekrutieren. Hm. 14. Na, wobei, die sind ja auch nicht verkehrt da drin. Naomi hat aber Besseres zu tun. Jo, machen wir das mal so. Machen wir hier mal nicht erlauben. Ja, es müsste halt auch jemand mal hinkommen, hingehen und die ganzen Leichen jetzt abtransportieren. Wir haben auf jeden Fall hier ordentlich was zu tun. Dann werde ich hier auch erstmal einen Schnitt machen und dann kümmern wir uns da beim nächsten Mal drum. Hier wieder Aufräumarbeiten. Bevor wir uns dann hier weiter drum kümmern. Ja. Immerhin zwei neue Charaktere möglicherweise, die beide gar nicht so doof sind. Naja, Psychopath ist vielleicht nicht ganz so ideal. Kein Stimmungsboost mit Gesprächen von anderen. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, da ist Pyromane wahrscheinlich schlimmer. Gut, ja, also schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denne!